Herzlich willkommen, Anja Karliczek. Noch einige Worte möchte ich gerne zu Ihrer Person sagen, wie auch zu allen weiteren Keynote-Speakerinnen und Speakern des Tages. Sie sind studierte Betriebswirtin und begann ihre politische Laufbahn 2004 mit der Wahl in den Rat der Stadt Mecklenburg. Im Januar 2017 wurden Sie zur parlamentarischen Geschäftsführerin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion gewählt, waren im Deutschen Bundestag Mitglied des Finanzausschusses sowie stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss und im vierten Untersuchungsausschuss. Und nun freuen wir uns sehr auf Ihren Impulsvortrag, gefolgt von einem anschließenden Gespräch hier beim University Future Festival. Der Titel des Impulses lautet Rahmenbedingungen, Kooperationen und Engagement. Die Chancen für eine Weiterentwicklung der Hochschulen. Bitte. Ja, schönen guten Tag erstmal von meiner Seite, liebe Studierende, liebe Hochschullehrende, liebe Hochschulpädagoginnen und Pädagogen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe ja gehört, Sie sind schon zahlreich in dieser Schalte den ganzen Tag über schon am Werk und habe auch schon gehört, dass Sie viele interessante Diskussionen hatten. Am Ende hoffe ich, dass Sie das diskutiert haben, was ich in den Mittelpunkt stellen möchte, nämlich, dass es bei Hochschulen darum geht, immer Orte des persönlichen Austausches und der persönlichen Begegnung zu erhalten. Wir diskutieren in diesen Tagen so viel Digitalisierung, dass mir das wichtig ist, das noch einmal an den Anfang zu stellen. Gerade deswegen ist es aber eben auch entscheidend, dass Sie natürlich in den Hochschulen sehr entscheidend von den Corona-bedingten Einschränkungen auch betroffen waren. Und trotz aller Veränderungen und auch aller Unsicherheiten, die diese Zeit bedeutet hat, haben Sie die Chance genutzt und ich finde sehr gut genutzt sogar, dass wir aus dieser Pandemie eine Chance machen zur Weiterentwicklung. Der Digitalisierungsschub an den Hochschulen ist, glaube ich, richtig gut und auch in schnellen Schritten vorangegangen. Alle haben mit überlegt, was können wir tun, wie können wir das besser machen. Und an dieser Stelle darf ich Ihnen sagen, das macht mich sehr, sehr stolz, weil im internationalen Vergleich ist das, glaube ich, nicht überall so gewesen. Und es zeigt am Ende, wie innovativ unser Land mit so einer Situation umgeht, was für eine Kraft in unserem Land steckt. Der digitale Wandel erfordert Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen, zwischen den Lehrenden, Technikern und Didaktikern. Und am Ende erfordert es aber eine Zusammenarbeit auf allen Ebenen und auch einen ganz engen Austausch zwischen Hochschulen und Wirtschaft. Es ist, und das ist das, was wir viel mehr in den Mittelpunkt stellen müssen, es ist ein Bottom-up-Prozess, wenn er denn gelingen soll. Und es ist fast rein ein Bottom-up-Prozess. Damit die Hochschulen den Wandel gestalten können, brauchen sie aber eben verlässliche Partner und auch verlässliche Rahmenbedingungen. Und deshalb haben wir auch von der Bundesebene die Umstellung, die digitale Umstellung von Studium und Lehre in den letzten Jahren so stark vorangetrieben. Denn die Verknüpfung von Digitalisierung und Bildung und Wissenschaft haben für uns oberste Priorität. Sie sind am Ende ein wesentlicher Schlüssel für ein modernes und innovatives Deutschland. Und mit dem Qualitätspakt Lehre, der Forschung zur digitalen Hochschulbildung und auch den Aktivitäten des Hochschulforums Digitalisierung ist natürlich in den letzten Jahren schon ziemlich viel bewegt worden. Und in den vergangenen Jahren haben wir ja deswegen auch, oder im vergangenen Jahr haben wir deswegen ja auch die drei Hochschulpakte abgeschlossen, damit das eben für die Zukunft genauso gilt, damit an dieser Stelle auch die Hochschulen profitieren, auch und in erheblicher Weise eben, um nochmal die Digitalisierung voranzutreiben. Vor allem auch der Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken wird die Qualität in der Lehre flächendeckend nochmal verbessern. Noch nie, und das ist mir wichtig, das auch nochmal zu betonen, noch nie hat es für die Hochschulen in Deutschland langfristig so eine finanzielle Sicherheit gegeben. Ab 2021, ich habe das gerade schon, ich komme aus dem Ausschuss für Bildung und Forschung, da bin ich auch zu unserem Haushalt befragt worden, im nächsten Jahr gibt es 1,88 Milliarden Euro und dann wächst ja der Betrag sukzessive aus, dass wir ab dem Jahr 2024 dann bei über 2 Milliarden Euro sind, die jährlich vom Bund in das Hochschulsystem gegeben werden und zwar auf Dauer. Auch das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt, denn damit gehen Chancen einher
um seine ganze Kraft wirklich darauf zu konzentrieren, den Fortschritt, die Innovation Jahr um Jahr auch voranzutreiben. Ein weiterer Punkt, die nationale Forschungsdateninfrastruktur. Mit der nationalen Forschungsdateninfrastruktur schaffen wir aus meiner Sicht eine extrem wichtige Grundlage und ein Fortschrittsinstrument eben auch für die Wissenschaft. Denn wissenschaftliche Erkenntnisse und Innovationen brauchen systematischen Zugang zu digitalisierten Datenbeständen. Das ist aus meiner Sicht unverzichtbar. Und das ist ein großer struktureller Schritt, den wir auch in dieser Legislaturperiode gegangen sind. Denn an ganz vielen Stellen merken wir jetzt aktuell, dass wir digitale Bildung eben gemeinsame digitale Standards und Plattformen schaffen. Und das kann für ein Land wie Deutschland, glaube ich, nur vom Bund letztendlich immer wieder angestoßen werden, weil da brauchen wir dann die Einheit über 16 Bundesländer. Wir machen den Anfang mit unserer Leitinitiative Sichere digitale Datenbildungsräume. Das ist auch ein Teil, den wir einbringen in die Datenstrategie der Bundesregierung. Auf Bundesebene wird gerade eine Datenstrategie erarbeitet, die die verschiedenen Aspekten der Datensicherheit und der Datenstandards auch in den Mittelpunkt stellt. So wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, dass exzellente Bildung, Innovationskraft und Fachkräftenachwuchs eben auch über den akademischen Laufweg hinweg gesichert ist. Wir haben alle, denke ich, in den vergangenen Monaten eine Menge gelernt. Wir haben auch gespürt, was es bedeutet, aus dem Alltag geworfen zu werden, sich plötzlich an neue Organisationsformen von heute auf morgen gewöhnen zu müssen. Das gilt sowohl für Sie in den Hochschulen als auch für uns in der Politik. Wir haben, glaube ich, alle eine Menge gelernt und haben auch gemerkt, es ist anstrengend in dieser Zeit, sich immer wieder an etwas Neues und vielleicht auch in der Geschwindigkeit gewöhnen zu müssen. Aber auch wenn wir in der Corona-Krise schon weiter Vorsicht walten müssen. Hier in Berlin steigen ja nun gerade die Zahlen auch wieder. Und natürlich müssen wir uns eben an diese veränderten Regeln auch noch eine Weile halten. Aber ich glaube, wir haben auch einen Grund, sehr, sehr zuversichtlich zu sein und mit Optimismus in die Zukunft zu gucken. Für die Hochschulen gilt es ja, dass Praktika, Vorlesungen, Besprechungen sowie auch zum Beispiel ein Teil der Prüfungen online möglich gewesen sind, sogar im vergangenen Semester schon. Und damit zeigen sie, dass sie immer wieder willens und in der Lage sind, Neues auszuprobieren, auch zu experimentieren. Ich glaube, auch das Experiment muss ein wesentlicher Teil der Innovationskraft in Deutschland werden, auch in den Hochschulen. Und all das haben sie im Sommersemester schon unter erschwerten Bedingungen aus meiner Sicht gut gemeistert. Und dafür will ich jetzt nun hier die Gelegenheit nutzen, einmal ganz, ganz herzlich Danke zu sagen, denn das ist nicht selbstverständlich. Und ich habe den Eindruck, wir nehmen vieles zu selbstverständlich, gerade auch wenn solche Herkulesaufgaben zu bewältigen sind. Den Lehrenden gilt das genauso, das Dankeschön, wie eben auch den Studierenden, den Hochschulleitungen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch in den Rechenzentren oder auch in den E-Learning-Zentren. Jeder hat mit aller Kraft seinen Beitrag geleistet, damit es hier in Deutschland in den Hochschulen gut weitergehen konnte. Und an dieser Stelle will ich auch nochmal dem Hochschulforum Digitalisierung ganz herzlichen Dank sagen für Ihr Engagement. Denn am Ende haben Sie die Hochschulen als Vernetzungsstelle, als Impulsgeber, auch als Transferagentur für Praxiswissen wirklich gut unterstützt. Und das ist eben auch etwas, was, glaube ich, ein Fortschritt und auch ein Vorteil bedeutet hat, dass wir Sie haben in so einer Situation. Wir haben damit, aber das ist eben auch wahr, alle gemeinsam neues Terrain betreten und Neues entdecken und auch manchmal Neues zu lernen und Neues zu wagen. Das ist ja das, was Wissenschaft und Lehre auch auszeichnet. Und wichtig ist mir an dieser Stelle auch nochmal, kooperieren zwischen Hochschulen, kooperieren über Ländergrenzen hinweg. Das ist mir wichtig, dass wir nicht alle glauben, wir müssen alles neu erfinden, sondern lassen Sie uns alle miteinander von den Erfahrungen des jeweiligen profitieren und am Ende profitiert jeder dann auch selbst von den Erkenntnissen, die andere haben. Liebe Studierende, das gilt natürlich auch für Sie. Mit Beteiligung, wenn Sie sich beteiligen, können Sie natürlich auch aus Ihrer Perspektive Möglichkeiten zur Partizipation nutzen, um damit eben einen Beitrag zu leisten, wie zum Beispiel im Digital Education Hackathon 2020, den wir in den kommenden Monaten auch zusammen mit der Europäischen Union veranstalten wollen.
Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam das Innovationsland Deutschland gestalten. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam all die Veränderungen, die vor uns liegen, auf den Weg bringen. Lassen Sie uns offen und neugierig bleiben. Und liebe Frau Zabora, jetzt bin ich schon gespannt, was Sie mir denn für Fragen stellen wollen, was ich jetzt noch nicht gesagt habe in meiner Rede. Vielen Dank. So, jetzt funktioniert es. Vielen Dank, Frau Karliczek. Wir alle kennen das sehr gut aus den letzten Monaten. Manchmal kämpfen wir ein bisschen mit der Technik, aber zum Glück ging das doch jetzt alles noch sehr gut. Nochmals ganz herzlichen Dank für Ihren Impulsvortrag. Ich habe mir gerade eine Formulierung herausgeschrieben. Gemeinsam gestalten, sagten Sie noch zum Schluss. Und ich denke, das ist die Essenz der letzten Hochschulmonate und die Essenz der interdisziplinären Zusammenarbeit. Denn tatsächlich kommen wir nicht drum rum, dass wir jetzt wirklich alle Gewerke zusammenführen und alle Disziplinen Hand in Hand gemeinsam die Weichen stellen und die Zukunft gestalten. Jetzt habe ich natürlich auch einige Fragen an Sie vorbereitet und die werden wir jetzt einmal gemeinsam durchgehen. Gibt es denn schon erste repräsentative Studien zum vergangenen Online-Semester, die beleuchten, wie es denn gelaufen ist? Also was gut funktioniert hat, aber ganz offen auch, was gar nicht so gut funktioniert hat. Also es gibt erste Erkenntnisse, aber die Studienergebnisse selbst stehen noch aus. Ich glaube, da muss man denen auch noch ein bisschen Zeit geben. Aber grundsätzlich gilt für die Hochschulen, dass die Umstellung auf digitale Lehre schon sehr erfolgreich war. Deswegen habe ich das eben gesagt, weil ich habe mit den internationalen Kollegen in den letzten Wochen gesprochen und da gibt es eben auch sehr unterschiedliche Rückmeldungen, wie gut sie alle zufrieden sind. Und wir sind hier in Deutschland doch in weiten Teilen sehr gut damit klargekommen. Und das zeigt auch das Engagement der ganzen Beteiligten. Denn das funktioniert nur, wenn alle bereit sind, über ihren Schatten zu springen und mitzumachen. Und da, finde ich, kann man für Deutschland schon sagen, die Zufriedenheit in dem Bereich ist schon recht hoch. Aber was natürlich wahr ist, wenn man so ins Wasser geschubst wird, gibt es natürlich neben dem, dass die Technik manchmal nicht funktioniert, eben auch noch viele andere Fragen zu beantworten. Aber da müssen wir uns jetzt einfach auf den Weg machen. Was sagen denn die Erhebungen genau? Welche Technologien, welche Maßnahmen wurden denn am meisten genutzt? Also viele haben erstmal Webinar- und Videokonferenzlösungen bevorzugt, haben erstmal im Grunde das umgesetzt, was sie so aus den Präsenzveranstaltungen kennen. Und jetzt geht es natürlich darum, den Schritt nach vorne zu machen, weil digitale Lösungen bieten natürlich ganz andere Möglichkeiten, kollaborative Formate letztendlich auch mit in die. Eigentlich geht es ja darum, Präsenzlehre irgendwann wieder zu haben. Kein Mensch will, dass wir irgendwie alle nur noch vor Bildschirmen sitzen. Am Ende geht es um das interaktive Miteinander. Aber die Digitalisierung und das Präsenzlernen, das gehören zusammen. Und da gibt es eben ganz neue kollaborative Formate, die man eben auch nutzen kann für eine andere Art auch gemeinsam so in Teamlösungen eben auch Lösungen zu entwickeln. Und das ist das, wo wir jetzt hin müssen, dass wir diese Dinge viel stärker auch ausprobieren. Wir müssen, glaube ich, auch ein Stück weit ausprobieren, ob diese Formate ihr Ziel erreichen, wen sie vielleicht gut ansprechen, wer sich aber vielleicht auch gar nicht angesprochen dazu fühlt und davon fühlt. Und das sind jetzt die Fragen, die jetzt im Raum stehen. Das ist auch der Fortschritt, der jetzt in der Hochschule selber noch weiterentwickelt werden muss. Aber ich bin da guten Mutes, dass wir das stärker etablieren werden für die Zukunft, weil doch auch viele Menschen Spaß daran haben, diese Entwicklung mit zu begleiten. Die Grundlage. Vielleicht noch ein Satz. Die Grundlage grundsätzlich war in den Hochschulen ja schon sehr gut, weil schon seit langer Zeit an der technischen Infrastruktur gearbeitet wurde. Und vielleicht auch noch mal im Hinblick auf so die Servicestruktur, dass das auch gut gewartet wird und diese Dinge. Das hat alles an den Hochschulen ziemlich gut funktioniert, wenn ich auch weiß, dass das viel Schweiß und viele Stunden gekostet hat. Vielleicht an dieser Stelle auch nochmal alle an Dank an die, die das eben haben machen müssen, die dafür wahrscheinlich viele Stunden dann
auch unterwegs gewesen sind und wahrscheinlich auch zu den unmöglichsten Zeiten manchmal ansprechbar sein mussten. Also genau in so einem hybriden Modell, in dem wir uns ja jetzt befinden, lernen wir ja auch alle aneinander und miteinander, wie wir besser miteinander kommunizieren können. Und dazu gehört die Lehre selbstverständlich auch. Aber trotzdem, bei derlei wirklich grundlegenden Veränderungen in so einer kurzen Zeit, zeigen sich bestimmt doch auch einige Herausforderungen und auch Probleme bei der Umstellung, oder? Der schwierigste Punkt ist, glaube ich, die Frage gewesen, wie halten wir denn jetzt Prüfungen ab? Weil wir natürlich gewohnt sind, dass wir im Miteinander sicherstellen können, was befindet sich an Hilfestellung auch in der Umgebung. Aber das wirft ja eben auch neue Fragen auf. Auf der einen Seite sind neben dem, dass man gesagt hat, wir finden schon auch kreative Lösungen, um Präsenzprüfungen möglich zu machen, gibt es aber auch ganz kreative Formate, wie man eben auch Prüfungen auf Distanz abnehmen kann, wie man vielleicht, ich sag mal, von dem Wissen zu reproduzieren hin zu wesentlich mehr Kompetenzfragen auch in so Prüfungen kommt. Und das finde ich ist eigentlich eine spannende Entwicklung, weil das bringt natürlich die Innovationskraft Deutschlands auch nochmal wieder ganz anders nach vorne. Wenn diese Menschen irgendwann hinterher die Schule verlassen und haben das permanent trainiert, kommt dann natürlich auch noch, ich sag mal, viel mehr Kreativität dann im Grunde in den Markt und in die Wirtschaft am Ende hinein oder eben, wenn sie in der Forschung bleiben, auch in die Forschung. Das hat Professor Brown in seiner Keynote wirklich sehr treffend beschrieben. Da sprach er auch von diesem Ecological System, also von einem Ökosystem von Lehre, in dem man entsprechend experimentiert und neue Wege beschreitet. Also wichtig ist auch hier der holistische Blick nochmal auf das Ganze. Stichwort holistischer Blick. Ich wollte mich erkundigen nach einer konkreten Maßnahme, die die Hochschulen in ihrer Digitalisierung der Hochschule stärken sollen. Den Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken. Gibt es da noch weitere Maßnahmen? Und falls ja, was ist denn bei denen ganz konkret angedacht? Worauf können wir uns einstellen? Also es hat mich sehr gefreut, dass im Rahmen jetzt auch des Zukunftsvertrages jetzt der nächste Schritt gemacht wird, nochmal die Digitalisierung auch in den Mittelpunkt zu stellen. Das zeigt auch, dass das eben keine Momentaufnahme ist und die dann abgeschlossen ist, sondern dass der Weg dahin noch etwas ist, wo wir noch viele Entwicklungsmöglichkeiten und Entwicklungschancen haben und dass ganz viele gesagt haben, wir stellen das weiterhin in den Mittelpunkt. Das ist im Grunde eine Kernaufgabe, die wir über den Zukunftsvertrag dann auch nochmal adressieren wollen. Und dazu gehört natürlich, dass man auf der einen Seite nochmal überlegt, wie kann ich die digitale Infrastruktur besser machen, so wie wir eben sagen, naja, es funktioniert halt alles noch nicht perfekt, aber am Ende geht es eben auch um den digitalen Einsatz von Lehr- und Lernmedien. Ich finde es auch immer spannend, weil das hat diese beiden Facetten. Wie kann ich quasi mit diesen digitalen Tools, wenn ich im Grunde, ich sag mal, aus Lehrerperspektive oder aus Professorenperspektive gucke, wie kann ich nochmal meinen Inhalt besser rüberbringen? Und dann kommt natürlich auch die Frage, wen erreiche ich damit, mit der Art, wie ich lerne? Also diese Schnittstellen nochmal zu bearbeiten, finde ich sehr, sehr spannend, weil da steckt ganz viel Musik drin, um den einzelnen Studierenden noch besser zu erreichen, um im Grunde die Kost, die ich ihm biete, an der Stelle dann auch nochmal so aufzubereiten, dass sie ihm noch besser schmeckt. Und das nächste ist dann natürlich, dass wir auch in der digitalen Verwaltung, also dass wir im Grunde nicht nur über die Lehre nachdenken, sondern auch die digitale Verwaltung nochmal in den Mittelpunkt nehmen, dass man eben da auch noch viele Chancen hat, die heute noch nicht genutzt werden. Am Ende bedeutet das für alle Ebenen, sowohl für die Forschungsfrage, für die Lehrfrage, als auch für die Verwaltungsfrage in der Hochschule, dass wir qualitativ noch ganz viele Schritte machen können. Und ich bin froh, dass die Offenheit da ist, dass alle das auch wollen. Qualität ist ein Kern, ein besonderes Stichwort an diesem Punkt, denn wir wissen, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Es hilft nicht, noch und nöcher Technologien in Konzepte, in Prozesse und auf die Studierenden und die Lehrenden drauf zu schmeißen sozusagen. Deswegen meine nächste Frage, welches bildungspolitische Ziel ist denn besonders wichtig für Sie in puncto Digitalisierung? Also wir diskutieren ja immer Digitalkompetenzen und Digitalkompetenzen ist ja auf der einen Seite, ich sag mal, mit all dem Instrumentarium vernünftig umgehen zu können und diese Dinge, die da möglich sind, eben auch auszureizen. Aber der zweite Punkt ist, dass es darum geht, die Chancen und Risiken der gesamten digitalen Welt eben auch zu kennen, dass man in der Lage ist, seriöse Quellen zu identifizieren, dass man in der Lage ist, eben den Nutzen der Kommunikations- und Lerntools eben auch in der Bildung zu nutzen, dass man eben auch die
in der breiten Bildung Digitalkompetenzen über den Bildungsweg selbst hinaus dann in der Lage ist zu nutzen. Umgang mit Daten, wir wissen es alle, Data Literacy, Sie sagten es bereits, ist eine Kernkompetenz sowohl der Lehrenden als auch der Studierenden. Haben Sie hier etwas in Vorbereitung? Wird es hier Services, Tools, Angebote geben, die den Hochschulen zugereicht werden? Das ist ein ziemlich komplexes Thema, was wir intensiv übrigens auch in der Bundesregierung diskutieren, weil es übrigens auch für alle Ressortbereiche ganz unterschiedlich aussieht, wie man das umsetzt. Wir haben uns jetzt im Rahmen der Digitalkompetenzen erstmal daran orientiert am europäischen Referenzrahmen. Und dann geht es jetzt darum, dass wir überlegen, in welchen Bereichen wollen wir jetzt die Schwerpunkte setzen. Wir wollen im Grunde über eine Roadmap Datenkompetenz und Datenkultur die Bereiche aufgreifen, Wissen und Fähigkeiten mit Informationen und Daten im digitalen Raum umzugehen, zu stärken, dann die Fähigkeit im digitalen Raum zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten, die Fähigkeit im digitalen Raum Inhalte zu erstellen, die Fähigkeit, sich und seine eigenen Daten, aber am Ende auch seine eigenen Geräte vernünftig zu schützen und die Fähigkeit, technische und andere Probleme auch im digitalen Raum miteinander zu lösen. Diese verschiedenen Komponenten zusammenzuführen und daraus eine Daten-Roadmap und eine Datenkompetenz-Roadmap zu machen, das ist für uns jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Beim Thema Daten kommen wir auch an einem Buzzword nicht vorbei, nämlich künstliche Intelligenz. Die ist ja in aller Munde derzeit. Welche Pläne hat dann das Bundesministerium, um künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung zu fördern? Also zum einen haben wir ja schon auf den Weg gebracht den KI Campus, wo es im Grunde darum geht, Studierende und auch Berufstätige anzusprechen. Wichtig ist für uns aber auch nochmal, die KI-Kompetenzen in den unterschiedlichen Disziplinen zu fördern. Am Ende geht es darum, eine Online-Lernplattform zu schaffen, damit wir darüber uns austauschen können und die verschiedenen KI-Felder, das ist ja eben auch nicht nur eine technische Disziplin, sondern am Ende auch eine Ethikfrage, wie wollen wir das anwenden, das eben auch alles auf so einer Online-Lernplattform zu diskutieren. Und diese Online-Plattform targetiert die dann auch alle Bildungsbereiche? Na, es geht ja im Wesentlichen darum, Studierende und Berufstätige zu erreichen. Die Kurse sind auch ganz bewusst, deswegen auch auf einem akademischen Niveau gehalten. Es geht eben zum Beispiel um KI auch in öffentlicher Verwaltung oder eben auch die ethischen Aspekte dann von KI anzusprechen, aber immer in einem doch akademischen Umfeld. Das ist interessant zu wissen, einfach für die Einordnung, wen es denn betreffen soll. Gibt es denn darüber hinaus, Stichwort KI, künstliche Intelligenz, noch Vorhaben, um dieses Topic in der Hochschulbildung weiter herauszuarbeiten, weiter zu unterstützen, weiter zu fördern? Wir wollen, oder andersrum muss ich anfangen, wir haben bereits vor der Krise angefangen, das zu diskutieren, wie man denn jetzt die KI eben auch gerade in der Hochschule in die Breite bringt. Und die KI-Strategie der Bundesregierung hat genau diesen Plan eben auch schon in diesen verschiedenen Stufen der KI-Tranchen gehabt. Und deswegen haben wir ja schon zu Beginn des Jahres eine Förderbekanntmachung rausgegeben, KI-gestützte Lern- und Prüfungsformate. Das Zweite, was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir das KI in der Hochschulbildung nochmal implementieren. Da verhandeln wir aktuell eine Verwaltungsvereinbarung mit den Ländern, wo wir das dann auch nochmal adressieren. Am Ende geht es darum, zwei wesentliche Ziele zu erreichen, nämlich die Qualität der Hochschulbildung durch einen verantwortungsvollen Einsatz mit KI oder von KI eben zu steigern. Und das Zweite ist, dass wir die Stärkung der KI-Kompetenzen selbst im Studium steigern wollen. Ich habe nun noch wirklich viele potenzielle Fragen an Sie, auch mit dem Blick auf unsere Teilnehmenden. Aber ich fürchte, dass die Zeit uns davonläuft. Deswegen würde ich gerne zum Abschluss des Gesprächs sehr gern auch nochmals die Königsfrage an Sie stellen. Die Umstellung auf zunehmend digitale Lehre, also auch digitale Prüfungen, Erwerb von Digitalkompetenzen und die europäischen Dimensionen.
Blicken wir doch nochmal zurück auf die Studierenden. Wie können die bei all diesen Vorhaben, bei all den zu entwickelnden und zu implementierenden Prozessen mitgenommen werden? Wie gelingt das? Wir haben schon viele Veränderungen in den letzten Jahren vorgenommen, sodass dieses, ich sag mal, eher sich auf Augenhöhe zu begegnen und im Team zu arbeiten, glaube ich, schon Fortschritte gemacht hat. Aber an dieser Stelle kann ich echt nur appellieren für alle die, die heute Verantwortung tragen in irgendeiner Position in den Hochschulen, aber eigentlich sogar in der gesamten Gesellschaft. Wir wollen noch in all unsere Prozesse die jungen Menschen mit einbeziehen, die dies betrifft, die im Grunde von den Entscheidungen, die vielleicht die Verantwortlichen treffen, letztendlich dann betroffen sind. Die wollen wir mit einbeziehen und denen wollen wir letztendlich auch Mitentscheidungsbefugnisse geben. Und dadurch kommen, glaube ich, sogar in einer sich derart schnell verändernden Welt wirklich hervorragende Ergebnisse zustande. Deswegen kann ich an dieser Stelle nur appellieren, dass die Hochschulleitungen sich immer wieder diesen Gedanken verinnerlichen. Haben wir die es betrifft, wirklich gut eingezogen? Partizipation ist vielleicht nicht immer und überall möglich, aber ich glaube, da ist noch eine Menge Musik drin. Und es gibt ja die Digital Changemaker an den Hochschulen, die das auf hochschulübergreifender Ebene machen. Und die sind, glaube ich, ein gutes Vorbild. Ich kann nur daran appellieren, sich immer wieder zu überlegen, können wir mehr miteinander zu machen. Das ist in dieser Zeit, glaube ich, immer ein guter Gedanke.